Willkommen YouTuber und zu einem neuen Let's Play von GTA San Andreas S1P. Und zwar sind wir heute auf dem German Extreme Free Roam Server. Ja, und will ich euch mal so ein bisschen zeigen, was hier so gibt. Also es ist ein Free Roam Server. Jetzt gerade bin ich in der Stuntwelt. Also jetzt zeige ich euch erstmal ein bisschen was über die Stuntwelt. Und ja. Also, hier war jetzt der Spawn. Ich habe gerade schon die ersten Programm. Das war nicht gut. Jetzt. Okay, ich habe auch jeden Emote drin. Ja, der das Spiel ein bisschen interessanter macht. Achso, nee, die Rampe, da fahre ich nicht hoch. Ja, da wird man was weiß ich wohin geschleudert. Weiß nicht, was es bringen soll. Ja, alle Autos haben mit. Ja, es ist so gut wie überall irgendwas, was mit Stunts zu tun hat. Das werdet ihr wahrscheinlich kennen. Und ja, also der Server ist eigentlich interessant. Also man kann sozusagen die Welten wechseln. Okay, jetzt habe ich kein Nitro mehr. Weil jetzt muss man sich das Nitro kaufen. Und zwar in den ganzen Tuning-Garagen. Was weiß ich, wie heißen die Transfender. Oh. Ich hüpfe jetzt mal da drüber. Was kann man sich... Also man kann sich Fahrzeug spawnen lassen. Das in jedem Modus. Also in jeder Welt. Wollte ich eigentlich nicht, aber ja. Ja, die Kraft ist auch echt gut. Also halt nur wegen meinem Ego-Nummer zum Spielen. Ja, stimmt normal. Ja, also die Free World ist eigentlich ganz normal, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Einfach Free World. Also dann gehen wir mal in die DM-Welt, da wird jetzt niemand sein, aber egal. Deathmatch. Ja, also hier kann man rumlaufen, irgendwelche Leute killen, also Deathmatch. Ja, fliegeln. Also man hat immer die gleichen Waffen. Und jetzt gerade sind noch nicht so viele online, also kann ich euch nicht so viel zeigen, also ja. Dann gehen wir mal in die Derby-Welt. Derby. Okay, jetzt bin ich gestorben. Ich normal. So, nun werden wir in der Derby-Welt. Wie ihr seht, die Strecken sind ziemlich, ja, mit viel Fantasie gemacht. Ja, jetzt haben wir nichts los. Okay. Ich habe jetzt einen Monster-Truck. Also, es ist nicht so, dass jeder immer mit dem gleichen Auto rumfährt. Also egal welche Strecke, jeder hat immer ein anderes Auto. Also fast jeder denkt. Kann mal sein, dass einer mit gleichen Autos hat, aber ja. Okay, da bin ich jetzt auch niemand da, kann ich euch auch nicht viel zeigen. Dann gehen wir mal in die Race-Welt. Da können wir ein kurzes Rennen machen. Ja, jetzt gucken wir mal, was so passiert. Hallo? Ah, okay. So wie es aussieht, hat sich das Spiel aufgehängt, oder? Gehen wir auf Exit. Ja. Okay, also gehen wir von hier aus in die Race-Welt. Race. Okay. Also jetzt sind wir in der Race-Welt und fahren halt mal ein kurzes Rennen gegen mich selber. Racer!
Radio hören. Was gibt's da? Also ich gebe mal kurz ein / Radio. So, dann machen wir mal hier das rein. Rausgekommen. Letztes Jahr irgendwann. Ja, meine neue Single Echo kommt nächste Woche Freitag raus. Kann man sich bei Amazon jetzt schon vorbestellen und dann kaufen. Ich denke, ich spiele die auch gleich noch. Also ich würde mich echt freuen, wenn ich mich unterstützt. Da kommt schon bald die dritte Single. Ich bin aus dem Wasser raus. Man kann auch WhatsApp hören. Also, ja. Dann muss ich auf den Server.